Life is a life. Na 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 na. Dab-a-dab-dab-dab, live. Na 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 na. Warte mal noch 3 Minütchen. Ich weiß nicht, ich hatte eigentlich ja hier auch mal SNES, aber das will gerade nicht. Bring noch mein Geschirr weg. Do it. Doobadoobdabdoobdi, babadadida. Witzig. Geht einfach SNES nicht mehr. Naja. Die Zitzefliege. Da auf Ava7.de bin ich gar nicht live. Sehr merkwürdig. Oh, verschenk doch mal ein Abo. 20% Rabatt. 20% Rabatt. Wahnsinn. Oh Gott, jetzt wird's unendlich. Ich liebe es. Ja. Oh, kann man ganz schön lange zugucken. Ja. Hochauflösend. Ich sehe es immer noch. Ich auch. Jetzt ja, immer noch. Doch, klar. Es kommt jetzt, ja immer der große. Genau. Das ist quasi so ein Loch jetzt, das, du was weißt, uns das reinzieht. Ich überlege gerade, ist es jetzt schon, wird es immer länger und unendlich lang? Oder ist ja irgendwann Schluss mit den Pixeln und deswegen ist es dann wirklich nicht mehr da? Hallo Nehmer, grüß irgendwann dich. Irgendwann mal ist Schluss mit den Pixeln, garantiert. Das ist, Abend, gebe denn. Irgendwann mal geht das im Rauschen der Kompression unter oder so. Aber dann ist es ist ja eigentlich trotzdem noch da. Nun gut, hallo und herzlich willkommen bei Ava7.de, proudly presented by Plusmit, coded in Go. Go lang ist das Hashtag für die Go-Sprache, hast du mir vor einer Woche erklärt. Richtig. Das ist weil Go so als Wort doch ein bisschen blöd ist, weil das auch so normal in der englischen Sprache auftaucht. Und weil es ein berühmtes Spiel ist, eine chinesische, das chinesische Schach. Und wie sich herausstellte, es gab schon mal eine Programmiersprache, die Go hieß. Och. Allerdings mit einem Ausrufezeichen dahinter. Na dann gehen wir mal los. Wo wollen wir denn hingehen? Ich würde sagen, wir werden jetzt gerade erstmal in das schwarze Loch hier reingesaugt. In das weiße Loch eigentlich. Go so. West! Go West! Genau. Also heute vordringlichstes Problem oder vordringlichste Sache ist Impressum einbauen. Das wollten wir eigentlich schon seit längerer Zeit machen. Das würde ich quasi. Vielen Dank schon mal für die vielen Klagen, die eingekommen sind. Ich werde das natürlich alles bezahlen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich dachte dir, ich mache es mal ein bisschen schwerer. ich werde quasi hier unter die Seite, also unter jede Seite, noch ein Footer packen. Und dann auf eine Unterseite verlinken, wo dann das Impressum steht. Sehr gut, bin sehr gespannt. So, ich könnte da stundenlang zuschauen, wie das in der Unendlichkeit weiter scrollt. Du kannst aber auch stundenlang den Speakbot bespaßen. Da fällt mir ein, wollen wir eigentlich das Streaming direkt wieder über das Tool vom letzten Mal machen? Ach so, richtig. Das können wir eigentlich machen, ne? Ja. Sekunde. Du kannst schon mal anfangen, es ändert sich ja für dich nichts. Genau. Ich hatte mir, also bei Bootstraps sind immer eine wahnsinnige Menge an Beispielen dabei. Und eins dieser Beispiele ist so eine Pricing-Seite und da würde ich unten quasi diesen Futter klauen, in Anführungszeichen, also den nachbauen und den dann, also
einfach nur mit einer Kategorie erstmal erbaut und dann Impressum unten. Und dann haben wir da ein bisschen was in place, das können wir dann noch erweitern, wenn wir wollen. Und das zweite ist dann, dass auf der Seite, dass diese Unterseite selber eingebaut wird. Aha. Jetzt muss ich einmal kurz das hier wegnehmen. So, jetzt kriegst du einen Link. Okay. Schwubi, schwubi, schwub. Schwupp. So, bitte einmal draufklicken. Ich mach so lange Musik. Drauf. Gut, dann könntest du den Dings verändern und dann sehen wir uns jetzt gleich da. So, bitte geben Sie Ihren Screen jetzt frei. Ich glaube, ich habe ihn freigegeben bei mir. Aha. Dann muss ich ihn noch hinzufügen. Da ist er. Ja. Perfekt. So. Gut, ich glaube, das war's. Sehr gut. Jetzt flimmert mein Mauszeiger, das ist sehr irritierend. Aber okay. Warum tut er das? Wahrscheinlich wegen diesem Capture-Ding von Firefox, das da jetzt mitläuft. Ach, sowas Doofes. Naja, egal. So, kann ich das hier irgendwie... Das muss irgendwie unbedingt oben bleiben. Man das irgendwie wegmachen. Naja. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich will quasi das hier nachbauen. Du willst, dass dazu wir immer $29 überweisen. Das ist das, was ich jetzt hier sehe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dass ihr mich alle kontaktiert. So, ich habe das Projekt schon mal aufgemacht. Ich hatte hier ein bisschen was drin. So. Und zwar hatte ich mir, das ist einfach der Code von dem Impressum, das man gerade gesehen hat. Mhm. Den hatte ich mir hier rauskopiert und den würde ich jetzt einfach mal in das Template einfügen. Und zwar, ich habe es ja irgendwie Scaffold genannt, das muss ich auch nochmal ändern. Was heißt Scaffold eigentlich? Ist glaube ich so, wie heißen denn die Dinger? So ein Scaffold halt. A raised wooden platform used formerly for the public execution of criminals. Ah. So das, was willst du hier genau bauen? So dachte ich. Nee, Scaffold war doch auch so eine so ein Ding Gerüst. Zum Malen. So ein Gerüst für Maler auch. Mhm. So, ein Rahmen. Naja. Genau. Hilfsgerüst, sagt Korben. Zum Beispiel. Hallo Sebastian. So. Jetzt habe ich hier diesen Futter drin. Der wird jetzt wahrscheinlich noch nicht gut aussehen. Aber wir können den trotzdem mal ausprobieren. So. Der müsste nämlich schon auftauchen. Run, Tim, run. Run, Boy, run. Okay. So, das würde ich gerne jetzt anmachen. Dass er nicht meckert, ist komisch. Vielleicht Localhost. Nein, nicht 60-60. Aber 80-80 war es. Nee, irgendwas stimmt gerade nicht. Aber er sagt auch, jetzt. Endlich der Fehler. Einfach nur ein bisschen gebraucht. Ja,
Verbindung wurde unterbrochen. Habe ich irgendwas? Oh, jetzt ist aber ganz schön viel schiefgelaufen hier. Ja, das wird... So. Wird ja wohl interessant. Invalid Panik. Address on nil pointer, nil pointer dereference. Okay, also es wird auf irgendwas zugegriffen, was die... was nicht... definiert ist? Was nicht initialisiert wurde, ja. Genau. Ich vermute mal, das liegt an den Twitch-Zugangsdaten, die hinterlegt sein sollten eigentlich. Also, willkommen bei Michi, gibt all seine Twitch-Zugangsdaten für alle frei. Nein. Wir können aber mal schauen. Also, das ist in... Server go. Runtime surf. Das müsste ganz unten. Ne, hier war schon wieder ein Running. Logging. Surf. Rätselhaft, rätselhaft. Das scheint irgendwie, der Crash selber scheint gar nicht in meinem Code aufzutreten. Kurios. Das werden bestimmt alle hier kennen, die zusehen. Sowas. Ja. Und wenn wir jetzt mit Geduld ich rangehen. Gerade denken, was für ein Idiot ist doch offensichtlich, wo der Fehler liegt. Ne, die reden über Horizon Zero Dawn und Spiele, die nicht gespielt wurden. Requests. Client ID was provided, but was not provided, but is required. Genau, das kommt aus Handlers. Mache ich hier vielleicht Blödsinn? Ich greife hier auf Twitter zu. Das war noch von vorhin. Von letztem Mal. Deswegen. So, jetzt sollte es besser laufen. Verbindung unterbrochen. Bobby hat jetzt extra für dich noch geschrieben. Oh, ist doch offensichtlich, was da falsch läuft. Dankeschön. Du Blindfisch. Ha. Kurios. Also haben wir keine Webseite mehr. Nee, jetzt ist Ende. Das war's. Okay. Also waren schöne 5 Episoden. Vielen Dank auf jeden Fall dir, Tim. Bitte, bitte. Ich werde dann jetzt auf WordPress mein Glück nochmal probieren. Genau, genau. Mit einem fähigeren Entwickler. mit einem Computer. An meiner Seite. Invalid memory address or nil pointer dereference. Korben gönnt dir auch noch einen. Das Problem sitzt immer vor dem Monitor. Danke. Oh, ihr seid so lieb. starte ich das irgendwie aus der falschen Situation raus? Nee. Das Geile ist, du kennst dich halt auch als Einziger richtig gut in Go aus. Keiner kann dir wirklich helfen gerade. So ist das, ja. Wenn man der einzige Experte ist. Ich habe eine Vermutung. Ich OS Exit 1. Wahrscheinlich. Dadurch, dass er keine Verbindung zu Twitch bekommt, bricht er hier an der Stelle nicht ab. Genau. Also ich muss die ich muss die Zugangsdaten nochmal laden. Das mache ich mal auf dem zweiten Bildschirm. Die habe ich doch hier irgendwo noch hinterlegt. Hallo Sebo. Ja.
Klar, das Spannende macht auf dem anderen Bildschirm. Entschuldigung. Achso, ich weiß jetzt gar nicht, ob das für die Shell auch funktioniert. Also, die Twitch... Sonst müsste ich das wahrscheinlich, ja, ich muss das, ich muss mal kurz das Fenster hier rausziehen. Ja, kein Problem. Ziehen Sie. Was kann man denn da noch sehen? Ein Risk 5 wollte er sich holen. So. Tschüss, Tai, viel Spaß im Kino. Gequiekt. Viel Spaß im Kino. Fehler. Verbindung wurde unterbrochen. Dieser kleine Dinosaurier, der den Strom einfach mal versucht, wieder zusammen zu geht hier eigentlich auch das Spiel? Nee, das Spiel geht nicht. Schade. Es geht anscheinend nur, wenn man offline ist. Ach so, es ist eh Firefox und nicht Chrome. Verdammt. So, und jetzt noch ein einziges. Der Dino hat einen Namen, der heißt Trex. Das wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Und ich hatte auch nicht gecheckt, dass seine Arme zu kurz sind und er es deswegen gar nicht zusammenstecken kann. Das ist ja wirklich furchtbar. Was ist das denn? Das, na, er, he can't reach the Internet. Hm. Ach so, T-Rex sollte das heißen. Ich dachte jetzt schon, ich habe das Internet verpasst. Kann ja mal passieren. So, liebe Freunde. Ah. Main. Login-Name Ava7. Passwort. Vertipper. Genau. QW. 8 Ü Tilde. So sieht's aus. Tada! Du streamst sogar gerade. Ja, aber Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen, weil es Firefox ist. Nee, weil ich es lokal laufen lasse. Ach aber so. Ja, weil es Firefox ist. So, jetzt hast du hier diesen wunderschönen Footer. Wow! So viel habe ich da ja gar nicht. Cool Stuff und Team Feature, da ist ja. Da seid ihr alle drin, Stuff for Developers, da wird gerade Quake entwickelt und so. Kann man live zugucken direkt, wenn man draufklickt. Final Resource ist dann schon die fertige Seite, die haben wir nur noch nicht freigegeben. Ja, läuft. Genau, hier können wir auch sehen, was er jetzt alles anfragt immer. So, und jetzt können wir da mal ein bisschen rumkürzen. Herzlichen Glückwunsch, also, dass du den Fehler gelöst hast. Ich weiß jetzt gar nicht, was du anders gemacht hast. Das Problem war, dass die Zugangsdaten... Es saß vor dem Monitor. Entschuldigung. Du hast dich selbst ausgetauscht. So, ja, ich glaube, man hat sogar hier die Möglichkeit, das formatieren zu lassen automatisch. Genau. Der kriegt natürlich nicht mit, dass das hier so spezielle Teile sind. Den muss man dann immer nochmal einrücken. So, jetzt kann man ja, also wir können am Anfang erstmal dieses Logo rausnehmen. Was wir vielleicht aber reinlassen sollten, ist das Copyright. Michael Wiczorek. Wunderschön. So. Der kleine Verdammt, Abend. Das war auch richtig, das gibt's noch nicht. Selbstverständlich. Ist auch ein leichter Name. Ja, man muss sich einfach nur vor Augen halten, wie Heidemarie Wiczorek-Zeul geschrieben wird und dann die Hälfte wegschmeißen und dann hat man... Und vor allen Dingen es ganz anders aussprechen, ja. Wieso wird sie eigentlich anders ausgesprochen? Weil sie nicht weiß, wie ihr Name geschrieben wird oder gesprochen wird. Okay. Und deshalb wirst du immer falsch ausgesprochen. Ja, oft, aber nicht immer. Okay, na gut.
So, jetzt können wir uns überlegen, also dieses About auf jeden Fall, da machen wir das Impressum rein. Geil. Der kann so, weg. So, und das machen wir unter Imprint. Schön Englisch, weil mir sind ja gebildet. Ja. Eingebildet zumindest. So, der Rest kann jetzt theoretisch weg. Ich würde den aber einfach auskommentieren. Dann hat man so ein bisschen eine Vorlage. Okay. Diese Auskommentierungen, ich glaube, die landen auch nicht mal dann am Ende im HTML drinne, weil das Template das rauskickt. So. Jetzt können wir hier noch dein schönes Logo hinterlegen. Aha. Dann haben wir oben einmal das Logo und unten einmal das Logo, wenn ich es denn finde. Da. Source. Wie hießen die? Chibi? Chibi. Chibi. So. Lassen run, go, run. Das Anfang vom Ende. Wer hat das denn betitelt? Was ist das denn für ein Quatsch? Was soll denn das Anfang vom Ende sein? Jetzt muss ich unbedingt auf diesen Clip drücken, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Sehr gut. So, wie man hier sieht, das ist ein bisschen an die Seite gedrückt. Ja, das ist a story of my life. Ist okay. Na. da müsste man mal kurz schauen. Und zwar haben wir hier Buddy, dann haben wir den Container und eigentlich müsste das auch wieder in so einen Container rein. Let's contain this. Genau. Hat er mir gleich den schließenden Tag dazu gemacht. Aber nur mal aus Interesse, wenn man es jetzt weiter nach rechts machen wollen würde, gäbe es da jetzt keinen direkten Befehl dafür? Oder also kann man da HTML nicht für nutzen? Na doch, mache ich ja gerade. Also ah ja, gut, alles klar. Genau, also man könnte jetzt sagen, Margin Left zum Beispiel, dass er halt Abstand von links halten soll. Ja, ja. Aber, so, das ist schon mal besser. Viel schöner. About. Ich komme ja aus Schottland. About. About. Über. Über. Oh, wir haben Steam offen. Ja, egal. Ist das Impressum schon eingefügt oder machen wir das noch? Nicht. Okay. Das machen wir jetzt. Das habe ich schon vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, meine Damen und Herren. Das Impressum muss nicht erneut geschrieben werden. Das hat der AVA 7 schon gemacht. Genau. Da ist es. Und zwar das habe ich alles. Schönheit. Buchstabe für Buchstabe. Genau, hat er selber geschrieben. Mach mal dieses Händchen da weg. Das hat da nichts zu suchen. Ich glaube, ich spinne. So. Das habe ich selber alles getippt. Jeden Buchstaben. Fleißsternchen für Michi. So, ich habe hier schon mal so ein Imprint gemacht und kann das hier dann einfach einfügen. Guck mal, so einfach geht Webseiten. Copy, paste, bums, ja. Speichern, weiter. Ja, ist ja alles Copy und Paste. Ja. Das ganze Leben heißt, ist eigentlich Copy und Paste, wenn du es mal so nimmst. Gibt nicht unendlich viel DNA. Naja, man kann ja immer noch anhängen. Ja. Aber nicht unendlich. Naja, muss man halt größere Zellen drumherum bauen. Also, genau, das ist der Text, der ist hier in diesem Define-Block jetzt drin. Das heißt, im Scaffold können wir den einfügen. Und zwar habe ich mir überlegt, das ist ja quasi unser Gesamttemplate. Da ist auch schon die gute Schriftart hinterlegt, habe ich gerade gesehen. Genau, da ist die schon hinterlegt, die ist leider in Bootstrap nicht hinterlegt, deshalb ist Bootstrap etwas mit dem schlechteren Font, sagen wir so. Nee, Olli, nicht Comic Sans.
Und ich hatte mir überlegt, also was wir hier ja machen, also viel von der Funktionalität stimmt ja zwischen den verschiedenen Seiten überein. Das heißt, ich mache hier einfach eine Weiche rein. If. So, jetzt würde ich normalerweise sagen, Page equals Index. Und dann quasi das einfügen. Das geht aber mit dieser Template-Sprache nicht. Voilà. End. Und zwar kann die sowas hier nicht machen. Was die stattdessen nur kann, ist, man muss diese doppelten Ist-Gleiche wegmachen und ein EQ davor schreiben. Das ist nämlich ein Funktionsaufruf im Hintergrund, der die Parameter nimmt und dann miteinander vergleicht und dann halt das If ausführt. Sag mal, Ja, bitte. Tim. Ja. Wie dumm bist du eigentlich? Du hast IQ falsch geschrieben. Ich glaube, wir müssen aufhören. Unglaublich. Meine Mano. Güte. So, und entsprechend machen wir, wenn wir ein Imprint haben. Oh Mann, oh Mann. Oh, Menno. Dann können wir das Dein hier einfügen. Dad-Joke-Katalog. Oh Mann. Ich sag gar nichts mehr. Aber du musst zugeben, der hatte schon echt Dad-Joke-Niveau. Ja, Also, das aber war. deswegen habe ich ihn auch gemacht. Du hast Kinder, also eins. Eins. Also eins von dem du weißt, sagen wir so. Oh Gott, jetzt fallen So. mir noch tausend andere schlechte ein. Ich lasse es aber jetzt. Ihr wollt es ja nicht hören. Ich werde ja nur Fire gemobbt away. hier. Nee. Fire away. Nope. Doch. Doch. Ah, ne. Doch, 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 doch. So, das heißt, wir können das jetzt hier einfügen. Wir müssen aber entsprechend in den Daten, die wir dem Template übergeben, dann dieses Page auch setzen. Das kriegen wir hin, indem wir hier in Handlers sagen, da haben wir es ja hier oben, direkt Index Data. Da hatte ich Page schon eingefügt. So, jetzt haben wir aber, also also das wird jetzt hier so funktionieren. Also ich kann jetzt hier sagen, Index Data. Wieso steht hier so Blödsinn drinne? Ach so, bin. Nee, hä? Ach so, das wird glaube ich noch nicht benutzt, deswegen. Sebo sagt gerade noch einen, er hat sich gestern in einer Voice Message eingeleistet. Ich mache mir jetzt mal ein Döschen auf und danach döse ich weg. Verstehst du? Wow. Wir sind alle, es steckt nicht alle, steckt nicht in jedem von uns ein Dad-Joke. So, wir können jetzt hier die Page mit übergeben. Derzeit ist es so, wir haben ja nur dieses Index-Data. Das wird aber mehr werden für die verschiedenen Seiten. Das heißt, ich werde hier noch einen Go-Trick anwenden oder eine Fähigkeit von Go nutzen. Nämlich die sogenannte Composition. Und zwar, Go hat nicht das klassische, diese klassische Typenhierarchie. Also du kannst nicht sagen, ich habe eine Klasse Tier und davon leite ich die Klasse Hund ab und dann erbt die Klasse Hund alle Eigenschaften von der Klasse Tier. Das ist das ist objektorientierte Programmierung. Das ist ja ne, wirklich das klassische Klasse, weißt, ja. Das jetzt fange ich auch schon an. Oh je. I started it. Blame it all on me.
Genau, also du kannst quasi dann so eine Hierarchie, du kannst dann auch Katze von Tier ableiten. Das erbt dann quasi die Eigenschaften auch von Tier, aber eben nicht von Hund. Sind ja auch das Säugetiere kann, beides. Genau, man könnte halt noch Säugetier dazwischen machen. Da kannst du dann Anzahl der Zitzen noch mehr geben oder so. Sehr gut. Bei Tier dann Anzahl der Beine. Witzig, dass das Erste über Katzen, was dir einfällt, sind die Zitzen. Nein, über Säugetier sind die Zitzen. Meine Güte. Das Ganze kann Go nicht. Die haben sich gedacht, das ist ihnen zu kompliziert und hat auch kleinere Schwächen, dieses Konzept. Und zwar, was zum Beispiel passiert, wenn ein Tier jetzt etwas nicht mehr hat. Also wenn du sagst, irgendwie Säugetier kommt von Landtier, was eine Anzahl von Beinen hat. Und die Beine brauchst du dann bei einem Wal zum Beispiel nicht mehr. Der hat ja keine Beine, ist aber ein Säugetier. Mhm. Das heißt, da hast du plötzlich ungenutzte Sachen, die du dann auch nicht mehr loswirst in dieser Hierarchie. Okay. Krasser Biologie-Stream. Irgendwann hat man Sachen, die wird man nicht mehr los. Ja. Ja, ja. Ich glaube, die Wale haben auch noch irgendwie die Säugetierhüfte, ne? Mit, wo eigentlich dann die Beine abgehen müssten, oder? Ja. Die haben noch Beine, die Wale. Mhm. können wir weitermachen? Ja, Go macht das ein bisschen anders. Go macht Composition. Bei Go würdest du zum Beispiel sagen, eine Katze, die ist ein gebeintes Lebewesen. Und dann ziehst du quasi alle Eigenschaften für diese Beine rein. Oder eine Katze ist ein Lebewesen, das ein Laut machen kann. Und dann würdest du irgendwie es kann Krach machen mit reinziehen. Und genau das gleiche werde ich jetzt auch machen. So, also Type Website Data Struct. Also das soll jetzt eine Struktur werden. In der haben wir erstmal nur Page. Wir werden da aber noch weitere Daten dann hinterlegen. Jetzt können wir diese Eigenschaften von der Webseite in Index einbetten. Und zwar, indem wir hier oben einfach Website-Data dazu schreiben. Das fungiert jetzt erstmal so, als würde ich einfach hier reingehen, das kopieren und hier einfügen. Mhm. Technisch gesehen ist es allerdings ein... Also technisch gesehen werden diese beiden Structs hier quasi vereint. Ich kann aber auf die Website-Data so zugreifen, als wäre es ein eigenes Struct. Also ich kann das auseinanderziehen ein bisschen. Mhm. Brauchen wir in dem Fall nicht. Hier kann ich nur jetzt alle Sachen, zum Beispiel den Titel auch, den Webseitentitel kann ich hier hinterlegen. Und quasi alles unten rausziehen. Den Fehler möchte ich da auch drin haben. Also den Fehlertext, kann da jetzt unten alles rausziehen, was auf jeden Fall auf jeder Seite auch zu sehen sein wird. Website Data Contains. Laura sagt gerade, sagtest du nicht, dass es keine Klassen in Go gibt? Es ist keine Klasse, es ist ein Struct. ich bin übrigens Michi, nicht der Tim. Go hat in der Tat, also Go fehlt in der Tat auch ein paar Eigenschaften von Klassen. Servo sagt, so abstrakt. Wow. Wow. Jetzt haben sie hier aber Dead Jokes aufgedreht. Ja, ich hatte auch gerade Weird mit Weird. V-Art übersetzt. V-Art. Wie Chorek-Kunst. Weird. V-Art. Oder auch We Are, um das One Piece Intro zu zitieren. Pages. So. Ja. Jetzt meckert er hier, weil wir
das Page nicht direkt setzen können, sondern stattdessen müssen wir Website-Data separat setzen. Das hier quasi einmal rauskopieren, hier wieder reinkopieren. Für das Template macht das keinen Unterschied, weil das für das Template so aussieht, hoppala, hier ist noch ein Komma, weil es für das Template so aussieht, als wäre das ein Struct, ein großes. So. Und jetzt können wir zum ersten Mal einen zweiten Handler hinterlegen. Ich kopiere mal die Funktionssignatur hier, die müssen wir gleich nochmal nehmen. So. Handle. Imprint. So. Jetzt werde ich... Ja, den Teil hier kann ich auch noch kopieren. Übernimmt er dann für das Impressum, wenn du später den anderen Font und so benutzt, das alles automatisch, genau, oder muss man da in jedes nochmal rein? Nee, das übernimmt er automatisch, weil cool. Diese Änderung, die ich mache, die wird sowieso in dieser CSS-Datei dann hier sein. Mhm. Und die quasi dieser ganze Prätext hier, dieses ganze Kladderadatsch ist ja immer auf jeder Seite eingebunden. Das heißt, ich muss da nichts mehr manuell irgendwie austauschen. Wenn wir eine Änderung am Template machen für das Gesamtaussehen, ist es sofort auf allen Seiten. Hervorragend. Hervorragend. So. Wo war ich? Handlers, genau. Jetzt, genau, Template declared but not used. Ist okay. Kladderadatsch. Herr und Frau vorragend. Gott. Imprint Page. So. Jetzt bleibt uns eigentlich nur die Daten zu konstruieren. Da können wir einfach Website-Data nehmen, weil wir brauchen keine weiteren Angaben dazu, weil wir ja eh nichts Interaktives da anzeigen. Stattdessen setzen wir einfach Page und das war's. Wobei wir Title wahrscheinlich auch noch setzen sollten. Also Page, Doppelpunkt, voilà, ist Imprint. Und Title ist Impressum. So, und das können Mini wir jetzt mach ich fertig ausliefern. Template, execute template. Scaffold.go.html. Ich muss, wie gesagt, diesen Namen mal ändern. Das ist irgendwie nix. Und Scaffold da, oder Go.html? Scaffold. Ich finde es ganz gut. Ich habe mich gerade daran gewöhnt. Jetzt willst du es mir wieder wegnehmen. Na gut. Na, dann das kann ich natürlich nicht machen. So, und das Ganze soll in den Writer schreiben, weil wir wollen das ja an unsere Freunde da draußen im Neuland schicken. Mhm. Das Ganze hier gibt, wenn es denn mal lädt, auch wieder einen Fehler zurück. Lädt nicht hier! Lädt nicht so eine Scheiße! Mit der Scheiße hier! Wie geht denn das? Genau, wie geht denn das? Sonny! Das ist großartig. Ja, das war so. Ich. Damals. So. Das warst du in dem Sketch? So, das heißt, dieser Händler ist jetzt fertig. Der ist natürlich deutlich kürzer, weil wir keinerlei interaktiven Elemente irgendwie brauchen. Sollten wir noch zwei Änderungen machen. Und zwar zum einen, das hier als in den Titel mit reinschreiben. Und zwar würde ich einfach hier vorne Punkt Title machen. Ne? Tweetel. Was ihr jetzt nicht wissen könnt, Tim und ich hatten eigentlich auch die ganze Vorbereitung schon auf Französisch gemacht. Deswegen ist er jetzt noch ein bisschen durcheinander. Da. In Ermangelung französischer Sprachkenntnisse, alternativ auch mit einem schlechten französischen Akzent. Aue. So, jetzt le code du scaffold de emprunt la template. Ich mach das mal ein bisschen kompakter, einfach mit so einem kleinen Slash, vielleicht sieht das gut aus. Quatre fromages. So.
Okay. Leboeuf. Quattro Formaggi war, glaube ich, was anderes. ich nenne die Seite mal Home. Das ist, glaube ich, Om. Bisschen besser. Ja. Om. So, jetzt, also das könnten wir jetzt erstmal schon mal ausprobieren. Le Build. Es wird aber nichts passieren. Und zwar... Jetzt möchte ich Nudeln, Quattro Formaggi. Und zwar müssen wir das auch noch hier verknüpfen. Hier haben wir ja diese Händler, wo wir das dann den eigentlichen Routen zuweisen. Route. Also habe ich das eigentlich Route genannt? Das müsste eigentlich Router sein. Router. Das geht ja, das geht so nicht. Jetzt habe ich den Fehler gesehen und jetzt muss ich ihn... Jetzt ist er überall. So. Jetzt ist er überall, genau. Das ist wieder Handle Funk. Funky, funky. So, Imprint. H natürlich. Punkt. Handle. Kriegt er nicht hin. Hm. Imprint. Schrottteil. Wegschmeißen. Tja. So. Ich hoffe, also ich glaube, dass es so rum funktioniert. Ansonsten müssen wir die beiden hier einmal austauschen. Ich glaube nämlich, dass sonst dieses Slash, das hier überschreibt, aber wir werden gleich sehen. Komm, das kommt drauf an, aus welchem englischen Bereich du kommst, ob du Router oder Router sagst. Ja, die Amis sagen Router. Gut, die Amis sagen alles Mögliche falsch, also... So, also jetzt das haben wir Anfang das, vom Ende. Das Überimpressum. Und wenn wir draufgehen, sehen wir ein schlecht formatiertes Impressum. Juhu! Wow! So. Ihr könnt mir nichts! Nächster. Ich hätte das gerne getappt und auf die Größe gemargint mit rechts und links. Genau, das werde ich auch jetzt auf jeden Fall machen. Die... Ich habe vergessen, das quasi das umschließende Div mit diesem Container-Tag zu markieren. Mhm. Das kann man sich hier anschauen. Und nein, Moment. Hä? Was, wie, wo, was, wer? Ah doch, genau. Ja, das hier brauche ich Container-MD. Und hier ganz unten... Hat mir sogar auto-completed. Können wir es nochmal schön formatieren. Zack. Das ist auch eingerückt. So. Und aus irgendeinem Grund bricht der hier sehr komisch die Zeilen um. Naja. Mon Dieu. Na, jetzt... Zack. So. Jetzt ist es schön eingerückt. Lalalala. So. Jetzt hast du da unten dein Überimpressum auf der Seite. Parfait. Jetzt funktioniert... Doch, Home funktioniert. Okay. Jetzt können wir das erstmal wieder zumachen. So. Das war der erste Streich. C'est parfait. Le Homepage. Tu vois? Comment? Bah. Eh bien. Genau, bon. Das Uber-Impressum. Kann man das hier formatieren? Nee. Ich bestelle jetzt übrigens Pizza nebenher. Vielen Dank für Quattro Formaggi. Ich glaube, die liefern hier nicht. Was zu essen gemacht. So. Was wir noch machen wollten, ist nämlich, dass deine Links zu Twitter reinmachen. Ja, das ist wichtig. Und auch Twitch. Genau. Und auch Hendiatris, der neue Podcast am Himmel der Podcasts, hendiatris.de.
Auch eine schöne Homepage, die gerade entsteht. Genau. Hendiatris würde ich sogar als Link mit reinmachen. Also als in Anführungszeichen richtigen Link. Also natürlich sind das andere letztendlich auch richtige Links. Ja, den, du meinst den mit Ahref. Genau den. Ja. So, da kann man sich jetzt hier, das ist die Frage, macht man das jetzt auf die rechte Seite oder nicht? Ich hatte hier, hier zum Beispiel, also wir haben es natürlich ein bisschen zusammengeschoben, diese Leiste hoch. Willst du quasi hier auf der rechten Seite dann dieses Hendiatris-Pod oder soll das mit in dem normalen, in dem Anführungszeichen normalen Menü auf der linken Seite sein? Das soll mit ins normale Menü, allerdings ich will jetzt keinen Dropdown, die können ruhig alle so nebeneinander sein wie das rechts und das könnte theoretisch auch von rechts alles kommen. Und da soll auch nicht Hendiatris stehen, sondern Podcast. Okay, na das kriegen wir doch hin. Ja. Dann machen wir das hier. Na, flink. So, da verweisen wir am besten direkt auf Hendiatris. Dankeschön, Nehmer. Hendiatris. Hendiadjoing. Hendiatris. Wieso sind die nicht auf der ersten Seite? Doch, sind sie. Wieso die? Ihr, mein Freund. Ihr, mein Freund, sind auf der ersten Seite. Da ist schon unser neues Logo links unten. Boah! Nice, oder? Das ist ein Design. Sehr schön. Sehr schön. Das haben die nicht mit Go gemacht, deswegen ist das schon online. Wow. Du weißt genau, dass das ein Scherz war. Na, weiß ich das? Klar weißt du das. Wenn du was weißt, dann das. So. Hendiatris, den können wir so hinterlegen. So, jetzt würde ich hier hinten fancy links reinbauen. Ja, Olli, genau. So ist es. Und zwar hier, so in dieser Art. Mhm. Und die können wir uns über also die Symbole selber, ich hatte es irgendwie zugemacht, glaube ich. Kann man sich über Font Awesome besorgen. Was die machen, also den größten Teil hier können wir gleich wieder wegschmeißen. Was die machen, ist, die packen diese, kann er das anzeigen? Nicht ohne weiteres, okay. Die packen verschiedene Symbole in einen Font rein. Also statt die irgendwie separat als einzelne Bilder auszuliefern, hat man dann hier so eine Font-Datei. Das ist praktisch. Und die können wir einfach über den CSS dann hier dieses All-Min, das benenne ich dann auch noch um, einbinden und die Möglichkeit, relativ einfach die in dem HTML einfach zu sagen, okay, hier, der mach mal das Twitter-Symbol und er sucht das automatisch raus. Wow, das ist ja echt fancy. Genau. Kann C-Sharp sowas auch? Nein. Das geht nur in Webseiten. Eben. So, also, ich benenne das, das mal um, weil wir sonst durcheinander kommen, wenn ich das jetzt verschiebe. Font Awesome. Gibt's schon. Font Awesome. Na, weil bei dir alles so awesome ist, Tim. Everything is Font Awesome. Kriegen wir da eigentlich Ärger, wenn wir das jetzt singen? Nee. Dafür singen wir es nicht gut genug. Verdammt. Musst du es noch reinreiben? Fontawesome.sharp. So, Komm, so macht Marlene jetzt immer. Ich glaube, hat sie doch hier im Stream das letzte Mal gemacht, oder? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, genau. Ja. Tiger. Löwe ist so. Es. Löwe ist es. Ja. Löwe, alles klar. Wie macht der Löwe, Marlene? Kann ich nicht genug von kriegen. So lasse ich sie jeden Tag bestimmt 30 Mal machen.
Boah, wie mich der Quattro-Font da anlacht. Wir kriegen das nicht heute zufällig spontan mit rein, oder? Ich fürchte nicht. Oh, ist das so viel Arbeit, so ein Mist. So, ich würde diese Fonts hier dann auch mal in die Webfonts rein verschieben. Das Problem ist nämlich... Ja. Das kann man dann löschen. Das Problem ist, dieses CSS hier, das erwartet diese Fonts relativ zu seiner eigenen... nein, dieses CSS hier, das Font Awesome. Das erwartet, dass es quasi... ein Level nach oben muss und dann in einen Ordner namens Webfonts, um die Fonts zu finden. Mhm. Deshalb musste ich das jetzt mal ein bisschen ummodeln. Mhm. Bobby Quattro mit T, Doppel-T ist die Schriftart, für die ich mich entschieden habe, für die Webseite. Genau. Hier, also er geht eins nach oben und dann in /Webfonts rein. So. Dementsprechend müssen wir das dann auch ändern. Webfonts. Korben, immer wenn ich versuche, das vernünftig in einer guter Qualität aufzuzeichnen, dann will sie immer nicht und macht andere Sachen dazwischen oder knallt die ganze Zeit. Die weiß genau, wenn ich was aufzeichne. Ja. Sehr sus ist die Marlene. Sabotage. Sehr sus. Sehr sus. Sehr gut. Kinderzimmer so, verwanzen, ja. Das könnte auch. Oh. Na, es gibt ja die Eltern, die der Überzeugung sind, ihre Kinder hätten keinerlei Anspruch auf Privatsphäre und also in dem Alter relativ irrelevant, aber... Weiß ich nicht. Die ist jetzt, es fängt jetzt schon an, auch es wird schon weniger geknuddelt. Es ist schon alles, tut jetzt schon alles täglich mehr weh. Sie will immer alleine rumlaufen und was gucken und das, wenn sie was aufhebt, das will sie auch ganz alleine wegbringen und bloß nicht gefüttert werden, das kann sie alles selber im Raum verteilen. Dafür brauchst du uns nicht. Sehr gut. Stylesheet, href, gleich falsche Taste. So, static, CSS und dann, nein. Papa macht ja auch genug Unsinn auf. Und jetzt habe ich gewartet, hä? Ich mache genug Unsinn auf? Was mache ich denn auf? Der Rennstrecke. Da musste Nehmer nochmal tief durchatmen, bevor sie es reinknallt. Sehr gut. So, jetzt ist Font Awesome mit drin. Das heißt, wir können... Ach genau, ich habe die Webseite gar nicht gezeigt. Und zwar können wir jetzt mit quasi mit so einem i... Mit einem iClassFrame. Mit einem iClassFrame? Keine Ahnung, ich wollte irgendwas sagen. Also mit einem i-Tag. Ich glaube, eigentlich heißt das italic. Also so schief, schräg. Mhm. Aber, ja. Naja. Und zwar können wir einfach mit einer Klasse, die wir diesem Tag zuweisen, jetzt festlegen, welches Icon an der Stelle angezeigt werden soll. Naja. Dafür gibt es natürlich auch eine Suche, und zwar Twitter. 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 So, und jetzt können wir uns aussuchen hier. Ja. Gibt es irgendwie verschiedene, krass. So Twitter, das sieht ja schon ziemlich gut aus. Ja, das zweite ist fast noch ein bisschen hübscher. Das zweite? Mhm. Okay. Guck mal. Das ist ja echt geil, was alles gibt. Ja, finde ich ein bisschen süßer. Quasi, okay. Und kannst ja die Farben sogar von mir nehmen aus dem Farbtable. Genau, das könnte man. Man kann quasi, da das technisch gesehen Text ist, den Text einfach einfärben. Mhm. So, und jetzt hier oben ist der Code, den wir einfach rauskopieren können.
Und den können wir jetzt... Hallo Kilisch, grüß dich. Jetzt, schön, dass du reinschaust. Die Stelle finden, die können wir jetzt einfügen. Und zwar mache ich da auf jeden Fall noch ein A drumrum. Ein neuer Follower. Bums. Dankeschön. Der Louis Loll. Schön, danke für den Follow. Sehr, sehr lieb. Ja, die Leute wissen das zu schätzen, was du hier umsonst preisgibst. Ach, deine neuer Follower. Kilisch auch gleich mit dem Wahnsinn. Follow hinterher. Welche Sprachen beherrscht hier? Ich kann Deutsch und Englisch und ein bisschen Japanisch. Ach so, du meinst bestimmt Programmiersprachen. Er hat es gesagt. Diese dummen Dad-Jokes. Mann, man kann sich ja irgendwann nicht mehr helfen. Also welche Sprachen? Ich mache das jetzt in Go, weil ich das mit Abstand am besten kann. Ich kann aber auch Python, JavaScript, C-Sharp, C, ein bisschen. Sag lieber, was du nicht kannst, ansonsten kannst du alles. Und an Markup-Languages natürlich hier HTML, ein bisschen zumindest. Ich kann LaTeX. So. Stimmt, das ist auch... Programmierung. Aber wie gesagt, wir waren ja schon so weit, dass ich es nicht kann, sondern nur hacke. Und wenn man was hackt, dann kann man gar nichts, dann kann ich auch kein Photoshop. Ich glaube, es gibt niemanden, der LaTeX beherrscht. So, jetzt haben wir hier ein kleines Twitter-Symbol, das uns zu deinem Twitter bringt. Nice. Was geht denn da bei Twitter? Oh, guck mal, Handyadress. Boah, Plusmit ist da auch vertreten. Ach, das ist ja lustig. Geh mal nochmal hoch. Bist du gerade eingeloggt? Ja. Geh mal runter, wen er dir vorschlägt, wer so ähnlich ist wie ich. Das finde ich ja spannend. Making Games. Das ist eine Zeitschrift von IDG. Dann haben wir Klaas Wolter, das ist der PR-Chef. Ein PR-Chef, ich glaube, von Capcom. Ja, genau, Capcom Europe. Und Alexander Kraft, der Spielheld. Auch ein sehr, sehr guter, lieber, netter Mann. Sehr schön. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar, wir wollen die Leute ja nicht von dir weg, von deiner Webseite weglocken. Das wäre das Schlimmste. Außerdem wollen wir diesen... Und das auch viel größer haben. Icon ein bisschen größer machen. So, das Icon größer machen, das können wir... Ich versuche es mal quick and dirty. Mhm. Das mögen eigentlich alle hier am liebsten. Style... Da möchte ich mich nicht zu äußern. Font Size, sag ich jetzt mal, Large. Large. Extra Large. Large. So, bitte zerhack mir nicht alles. Er zerhackt mir gar nichts. Er zerhackt dir nichts. Er macht's aber auch nicht large. Er kriegt das nicht larger, fürchte ich. Wir können aber mal gucken. Er kriegt es nicht larger. Können mal gucken. Font Weight. Font Size Large. Er hat es auch nicht überschrieben. Also er sagt, es ist large jetzt. Was ist größer als large? Very large. Extra large. Wir können mal gucken irgendwo. Versuch mal eine Pixelanzahl, hätte ich jetzt auch direkt gedacht. Irgendwie 48, 72. Also die Line-Height ist 18. Okay. Dann könnten wir 24 erstmal versuchen und dann 32. Wir können es ein bisschen größer machen. Ich sag mal, Moment mal, wir haben doch hier vorne dieses Icon. Das ist 30 mal 30. Machen wir mal 30. 30 benutzt keiner. Jemals, ever. 32, okay. Wenn dann. Die schon. Oder 28. Ich muss natürlich die Software neu starten. Weil ich immer noch nicht eingebaut habe, dass er automatisch die Templates neu parst. Jetzt sind da so geile Hilfslinien. Fancy. Ja.
So. Ah, yes! Perfect size. Sehr schön. So. Genau, das zweite Problem ist, eröffnet es im gleichen Fenster. Das heißt, du navigierst nein. auf dieser nein. überragenden Webseite weg. Bäh. Genau, das darf auf keinen Fall passieren. Und dafür gibt es Target. New Window. Glaube, Unterstrich blank. Ich glaube, so wurde es geschrieben. So. Bobby sagt Caps Alert. Tada! Das war schön. Oh. Jetzt? Ja, ich fand's auch toll. Twitch. Twitch. Let's do the Twitch. Er hat 100 Twitch-Symbole. Okay, wir nehmen er nur eins. Will uns aber das hier geben. Ja. Let's Twitch again, like we did last summer. Okay. Let's Twitch again. Like okay. we did last year. Hoppala. So. .tv, das kann ich inzwischen auswendig. Und hier muss einfach nur das hier rein. Fap, 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 Twitch. Genau, also Font Awesome Brands. Mhm. Fap, fap. Fap, fap. Right on Brand. Wow, ein bisschen nah beieinander, aber ansonsten sehr schön. Genau. Die sind jetzt zu nah. Funktionieren sie denn auch? Sie funktionieren. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier ein... Also ich würde quasi jetzt einen Style hier für diese Links hier angeben. Mhm. Und zwar mache ich dafür hier Class gleich... keine Ahnung. Social Link. Social Clinic. So. Dann machen wir hier den Style wieder raus. Und stylen das jetzt mal alles über das externe CSS. Uff. Oder was heißt extern, sondern das hier oben. Und zwar können wir sagen, wenn wir ein Punkt Social Link haben und da drinnen ist ein I, dann soll diesen Font bekommen. Also Font Size 30. So. Mhm. Und wir können sagen, dass der eine kleine Margin haben soll. Also Margin Left, sage ich mal, 2 Pixel. Mach mal 4. Und oder so. 4 Pixel. So. Das heißt, jetzt müssten die einen kleinen Abstand bekommen. Schade ist, dass sie nicht die gleiche Höhe haben. Sie haben exakt die gleiche Höhe, aber der hat hier unten halt so ein dieses ja, nee, der rechte fängt doch auch ein bisschen weiter oben an als der linke. Der linke hat irgendwie eine Transparenz drumherum. Siehst du? Ja. Hm. Ja, du hast es ist aber okay. Kannst du es noch aushalten? Ansonsten nehmen wir den anderen Vogel. Ach, meinst du, der wäre gleich? Das weiß ich nicht, aber da fällt es nicht so auf. Ja, dann lass uns gleich den anderen nehmen, weil das würde mich sonst ewig irre machen. Okay. Der andere Vogel. Der Michi hat einen Vogel.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Michi nicht ausgelassen ist. Ich bin sogar sehr ausgelassen gerade. Das kann also nicht sein. Ich bin nicht ausgelastet. Ja, das mag so sein. Ja, ist besser. Ja, okay. So, und das können wir natürlich jetzt beliebig färben. Wie hättest du es denn gerne gefärbt? Naja, ganz oben. Ganz oben. Was haben wir? Ja, die Schrift links, das war ja. Ist das ganz weiß? Ist das rein weiß? Worin wir aber 7 Home und Podcast haben. Ja. Wobei ich ein bisschen Farbe jetzt auch nicht verkehrt finde. Wenn das halt dieses Türkis kriegt, was wir ja auch oben für mein Mini-Emoji da genommen haben, das ist auch okay. Wieso ist das Türkis eigentlich nicht in deinem Mini-Emoji drin? Das haben wir nur da oben. Ist es drin, ne? Genau, haben wir nur bisher für den. Wie hieß das nochmal? Chibi? Nein, nein, das ja, das weiß ich. Nein, ich meine, wie heißt das, wenn das da oben als Mini-Objekt eingezeigt wird? Favicon, genau. Danke. Genau. Genau, also das könnten wir machen oder wir machen es halt so weiß wie hier. Was sagt denn der Chat? Eher weiß machen, ne? Ja, also ich hätte auch direkt eher weiß gesagt. Okay. Wobei es generell, also was ja oben links dann irgendwann hinkommt, soll ja auch eher das komplette Logo mit Style und Kram, oder? Nicht nur das kleine Icon. Das ist die Frage. Also das können wir beliebig machen. Wie du möchtest. So. Welches Blau findest du schwierig? Das, was es gerade hat, Bobby, oder das, was wir fast benutzt hätten? Ja, weiß sieht gut aus. Lass mal weiß lassen. Was passiert, wenn wir jetzt den Dark Mode nehmen? Den Dark Mode? Welchen Dark Mode? Den Dark Mode, den ich von Anfang an festgelegt habe, dass es unbedingt einen Dark Mode haben muss. Wir müssten dazu hier quasi. Hoppala. Ja, das ist natürlich ein Problem, genau. Weil er nimmt sich jetzt natürlich die Farbe aus dem. Der Background Dark, wenn ich das wegmache, weil wir keinen Dark Mode mehr haben, dann sieht das wahrscheinlich nicht gut aus. Genau, da sieht man einfach gar nichts. Gruselig. Genau, da muss man, Achso, es war natürlich auch Navbar Dark hier noch drin. Ich mach da einfach mal ein X davor, dann erkennt er das nicht mehr. So, genau. Dann hat er es halt so drinne. Und rechts gar nichts. Und hier hinten gar nichts, genau. Und das Chibi ist auch nicht da. I'm the invisible okay, link. I'm the invisible link. Du. Da müssen wir uns also noch was überlegen. Würdest also du nicht 20% Zeit sparen, wenn du die Templates ohne Neustart laden würdest, sagt Bobby? Wahrscheinlich. das können wir, lass uns das einbauen, jetzt gleich. Okay. Also wir haben jetzt Also das, was wir ursprünglich hatten, das wäre für mich der Light Mode, der helle. Also das hier ist jetzt der Light Mode, ja, genau. Und quasi für den Dark Mode switchen wir die Farben. Dann wird das hier oben, Leiste wird dann hell. So meine ich es nicht, sondern das, was wir ursprünglich hatten, was bei dir Dark Mode hieß, das muss der Light Mode sein, so vom Look her. Das ist nämlich noch mehr als weiß genug. Und im Dark Mode müsste halt alles, was weiß ist, schwarz werden, dunkel werden. Und für das Weiß müssten wir uns müssten wir halt gucken, ob da was geändert werden muss. Ja. Ja, müssen wir gucken, wie wir das machen dann. Ja. So, aber hast du noch irgendwie, was war dein OnlyFans-Account? Nee, ich hab nur Twitter und Twitch. Ich hab noch YouTube. Das war noch. Ah, richtig.
Oh, sie haben keinen OnlyFans. So, YouTube. Dann nehmen wir einfach das klassische YouTube-Icon. Das gibt's im schönen Pink, genau. So, den Link kann ich aber nicht auswendig. Das ist youtube.de/ava7. Müsste gehen. Oder nee, da ist immer ein User noch dazwischen. Also youtube.de/user/ava7. Okay, youtube.de. Probier es mal eben aus. User/ava. Wie? Wo? Ava wie? Ava wo? Ist auf jeden Fall youtube.com, nicht de. Okay. Ja, youtube.com/user/ava7. Unidentifizierte Signale. Zocken mit 3 Monitoren? Krass, cooles Video. Da guck ich mal rein. Das ist auch neu, dass sie hier sind. Das geht aber. Er leitet dann weiter. Sehr gut. Oh, cool. Among Us Community Multiplayer. ich mach trotzdem mal kommen, dann spart er sich einmal die Umleitung. Mhm. So. Uff. Es gibt YouTube.de. Das hätte sich YouPorn oder sowas kaufen Was? Müssen und Wie bitte? Dann einfach hart weiterleiten. Piep. Was? Das ist eine sehr seriöse Seite, habe ich gehört. Mhm. Erzähl mal, Sus, mit. Och, Erzähl das mal unseren 13-jährigen Zuschauern um 17 Uhr. Hm. Also das ist eine Seite, geht's um... Das ist genauso eine Seite wie mit den Hamstern. Finde ich gut, Oliver. Das ist gut, ja. Genau. Guckt mal Lene eigentlich verpasst. Irgendwann vielleicht mal. Who knows? Oh, dann hat sie so einen... Und dann die Papa-Jokes, so die Dad-Jokes. So eine Bibliothek an Videos, die sie nachgucken muss, bis sie 18 ist. Ah, nee, das wird sie, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Sowas passiert nicht. Sie wird keine Zeit dazu haben, irgendwie Drogen zu nehmen oder sowas. Oh. Sondern sie wird... Oh, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Sie wird viel zu beschäftigt sein mit deinen Videos. Danke, Laura, das ist ja traumhaft. Vielen herzlichen Dank für die Spende. Dankeschön. Bums, direkt auf der Uhr gelandet. Ha. 10 Euro auf der Uhr. So, die 13-Jährigen kennen die Seiten besser als du, Michi. Da hast du wahrscheinlich nicht unrecht. Es ist aber trotzdem traurig. Ja. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, warum das hier nicht funktioniert. Macht ihr Webdesign hauptberuflich, fragt der Kili. Ich glaube, Nein. Du. Doch. Naja, du machst nicht Webdesign, aber Webprogrammierung und alles. Auch weniger. Also derzeit arbeite ich mit der Unity Engine und baue da drin Augmented Reality-Anwendungen. Mhm. Genau, da baut er gerade eine Anwendung, wo man sich dann was aufsetzt, zum Beispiel so ein Microsoft HoloLens und dann sieht alles aus wie in meinem Streaming-Zimmer und dann lernt man, wie man Streamer ist. Dann wird quasi mein Streaming-Equipment wird da eingeblendet und dann, wie man das bedient. Ja. Das wäre eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Das heißt, wer? Du machst das doch die ganze Zeit. Was redest du denn? Wo? Oh je. Oh je. Wir haben eine schreiende Marlene. Die Zähne. Oh. Und es wäre gut, wenn ich Gel aufträge. Ich lasse dich mal eben ein alleine. Ihr müsstet mich einmal so lassen. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. So. Ich frage mich, wieso er hier unten das Icon nicht anzeigt. Und zwar müsste da eigentlich dieses kleine
Ava-Icon kommen. Hier, das hier. Da ist es. Man sieht es nur nicht, weil es natürlich auf einem weißen Hintergrund ist. Clever. Echt clever. Ich werde, glaube ich, von dem Icon einfach noch eine dunkle Version generieren. Also quasi eine schwarze Version. Und zwar machen wir das im besten Editor der Welt. Nee, so will ich es nicht öffnen. Im besten Image-Editor, den es gibt. In GIMP. Macht er gleich das Richtige? Nein, macht er natürlich nicht. Bin ich blind? Open with? Da. GIMP. Wim kann Bilder editieren. Was? So langsam ist GIMP nicht mehr. Also der erste Start ist immer unfassbar langsam nach einem Update. Aber danach geht's eigentlich. So, und jetzt invertiere ich einfach dieses Bild. Colors. Invert. Zack. Save as. Uff. Save a copy. Nein, export haben as. Haben wir die Kategorie verändert? Webdesign? Was sehe ich denn hier? Krass. Wir machen. Ich hätte gern Sternchen. Sprenkel. Blink, blink, blink. Ja, die Tochter bekommt jetzt auch Backenzähne, das ist ganz schlimm. Zum Glück gibt es so ein Betäubungsgel, was man da drauf schmieren kann, aber das kann man natürlich schlecht alleine machen. Die Arme. Einer muss Kind festhalten, einer trägt auf oder was? Ja, so ist es. Und dann muss man inzwischen auch hoffen, dass die nicht zwischendurch denkt, ich beiß jetzt zu, weil das tut auch ganz schön weh. Das glaube ich. So, Export. So, nee, sonst kommt man nicht den Leuten in den Mund tatsächlich. Den besten, ich habe gerade den Leuten den besten Image-Editor gezeigt. Jean. Ja. Mein alter Freund Jean. Jean, der kleine Dachs. Oder was ist das für ein Viech, deren Logo? Hund? Igel, oder? Das ist kein Igel. Das ist doch kein Igel. Das ist doch garantiert ein Igel. Sieht aus wie ein französischer Hund. Mit der Nase. Moment, wir können ja einfach mal googeln. Das Anfang vom Ende. GIMP-Logo. So. Na. Logo, einfaches Logo erstellen. Das ist natürlich genial. Nein, geh einfach mal auf die Logo Bilder erstellen. Und lass die Community entscheiden. Das ist halt ganz klar ein Hund. Oder halt ein, wie ich sagte, ein Dachs. Ein Hundeigel. Sag kein Igel. Wo siehst du denn da einen Igel? Das ist Jean, ja, okay, der ist Hund. Das ist kein Igel. Das ist doch ein Dachs, sag ich doch. Es ist ein Pinsel. Mit Augen und Nase. So, GIMP. Jetzt können wir das ein für alle Mal klären. Steuerung V. Kannst du gleich nach Dachs suchen. Die Figur namens Wilbur. Das ist Wilbur, okay. Der Dachs. Steht das irgendwo, oder? Such doch mal nach Logo. Ach, guck mal. Das war eben, das steht, GIMP steht für GIM-Foto. Das ist ja neu. GNU Image Manipulation Program, oder? Nee, unten stand das. Steht ursprünglich für GIM und dann PHOT. T-O-T-O. Kannst du nachsuchen. Okay. GIM-Foto. GIM-Foto, okay. Na gut, also der Igel heißt Wilbur. Der Dachs heißt Wilbur. Der Igel-Dachs. Ein Gnu. Ein Gnu.
So. Dann haben wir ja schon einige Änderungen geschafft hier. Ja. Gehen die diesmal auch online, sodass sie jeder sehen kann? Die gehen diesmal auch online, genau. Geil. Und am Ende gucken wir das Anfang vom Ende. Alle zusammen auf ava7.de. Genau. So, es gibt noch ein paar kleinere Änderungen, die ich auf jeden Fall nochmal machen wollte. Stimmt, und zwar haben wir hier die Schriftart, hast du ja recht. Abstand. Ja. Die Schriftart finde ich gar nicht schlecht, diesen Abstand. Genau, den, der fehlt aber hier unten. Oh ja. Und zwar hatte ich diesen Abstand hier quasi einfach fest reingemacht. Ich würde den aber an diese Zwischen, also an die Überschriften bzw. Zwischenüberschriften dranheften. Mhm. Mhm. Und dann, sollte das ein bisschen schöner aussehen, weißt du, schöner. Mhm. Olli sagt gerade, laut des Künstlers, der Wilber erfunden hat, ist es ein Animal of its own species, a Jamp. Ein Gimp. Na gut, es ist ein Gimp. Hier sehen wir den Gimp in seiner natürlichen Umgebung, mit Pinsel im Mund. Wahrscheinlich ist er genau in die gleichen Diskussionen reingelaufen. Nee, die Gimp-Erschaffer haben ihm gesagt, mach einfach einen Hund. Und dann haben sie aber gesagt, das sieht doch nicht aus wie ein Hund. Und dann musste er sich ausdenken, dass er das halt auch gar nicht machen wollte wie ein Hund. Das ist halt jetzt so was Eigenes. Wahrscheinlich. So. Und zwar, was wollte ich jetzt machen? Du wolltest den Space da einfügen als Standardkram für genau. Zwischenüberschriften. Genau, mache hier für H2 einfach Margin Top. Wie viel machen wir da? Wir machen mal 2 EM. Also EM ist ja diese... Breaks mit... Die... Format? Nee. Nee, das war was anderes. Nee, EM steht irgendwie für die Breite, die ein M in der Schrift hat. Guck mal, Schnarcher spielt Hand Showdown, da passt ja der Nutzer zum Spiel. Findest du es so langweilig? Ja, furchtbar. Oh je. So. Und zwar, genau, hier hatte ich, genau, hier war nämlich Margin Bottom 2 EM bei der Navbar. Das kommt jetzt raus. Und dann, ach genau, ich wollte ja den Auto-Reload von den Templates machen. Ihr habt ja vorher bei dem Twitter-Logo gemacht, dass die nicht im gleichen Tab geöffnet werden. Ich würde dich auch bei den Clips noch ändern und bei YouTube. Stimmt. Hat er recht. Das macht Sinn. Der Killi. Also bei YouTube hier ist es schon drin. Mhm. Aber bei den Clips, das stimmt. Kann man die Clips eigentlich gerade selber auf der Webseite abspielen? Nee. Die wollten wir ja auch kleiner machen, ne? Genau, und wir wollten die hinter so einen iFrame machen, dann kann man sie nämlich direkt abspielen. Mhm. Und wir müssen das aber noch irgendwie eigentlich datenkonform, also datenschutzkonform alles machen. Mhm. Da hatte ich auch schon eine Idee, und zwar, dass wir, wir sind ja schon richtig hier. Hier haben wir ja ein iFrame irgendwo. Mit Embetty, hier, ne? Dieses iFrame. Dass wir stattdessen quasi auf eine eigene Seite verweisen in diesem iFrame, die erstmal prüft, ob der Nutzer dem schon zugestimmt hat über einen Cookie. Mhm. Und nur wenn der sagt, also der kann dann entweder sagen, okay, einmal, dann wird kein Cookie gesetzt, oder immer, und dann setzt er automatisch im Hintergrund das Cookie, und beim nächsten Mal, wenn das geladen wird, geht er einfach durch. So könnte man das machen. Das Cookie vom Ende. Was auch noch ein bisschen ein Problem ist, bei dem Twitch-Clip, es wird wirklich das Bild quasi wird von Twitch geladen. Ja. Das heißt, da könnten die theoretisch ein Cookie setzen. Mhm. Das müsste man dann, würden wir diese Bilder einfach cachen. So. Genau. Dann haben wir das. Ich wollte dann
Ambetti selbst gebaut quasi, genau. Ja, das war plus mit nicht gut genug, deswegen macht das jetzt in 5 Minuten selber, was wir da in, als Redaktion für monatelang aufgebaut Minuten haben. Vielleicht nicht. Aber 6. So. Und zwar, dieses automatische Reload könnten wir jetzt auf 2 Arten machen. Entweder wir drücken irgendwie Enter oder sowas in der Anwendung, aber noch eleganter ist, wenn er das automatisch selber hinbekommt. Dazu können wir eine Software nehmen, eine Library nehmen, eine vordefinierte, die, soweit ich mich erinnere, fsnotify heißt. Fsnotify. Fsnotify-File, also File System Notify. So, entschuldige, I have the latest version installed. Die habe ich eigentlich immer installed. Eben. Eben. So, und dann kann man das hier mit einbinden. Da mache ich wie immer das go-get-u-v natürlich. Also Update und jetzt Version, in die, latest version. Genau, also Update und V-Verbis, also er schreibt uns, oder verbose, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Er schreibt uns, was er macht. Also diese Ausgaben hier, jetzt lädt es erstmal runter. Und verbose. Snot ist okay, ja die also Rotze, ne? Update. Snot, genau, ja. Deswegen fand ich Fsnotify so lustig. Fsnotify. So, jetzt kann man sich immer in diesen, also bei diesen Go-Paketen ist immer so ein kleines Beispiel dabei. Wir initialisieren uns hier einen Watcher. Wir müssen erstmal gucken, ob der, ob das geklappt hat. Dann ist wieder das mit dem Bool. Abbrechen. Mhm. Genau, also es, in dem Fall macht er hier einen Kanal, so einen Channel auf, weil das hier asynchron läuft. Das läuft quasi nebenher. Mhm. So, dann also geht GitHub braucht man Dark Mode, ist ja furchtbar. Auf die Events. Bäh. Und gab es da nicht auch mal einen Dark Mode? Es muss doch einen Dark Mode geben. Ja, nächstes Mal. Furchtbar. Settings. Für so Menschen wie mich ist das. Nächstes Mal. Geht das nicht. Das ist eine Beleidigung fürs Auge. Deine ganzen Daten. Das habe ich über Datenschutz jetzt alles gar nicht abgeregelt. Deine süße Katze. Alles. Kannst du mich hier auf meinen Twitch-Stream, weil ich das alles gezeigt habe, werden sie mich wieder. Furchtbar. So. Ja, das tut mir leid. Also wir können einfach hier das erstmal nehmen. Mhm. Dieses, ich verstehe nicht, was er mit diesem dann hier macht. Wenn er fertig ist, dann macht er diesen Bool-Kram danach. Erst wenn das fertig ist. Ah, dann macht er hier dann. Ja. Das ist aber vollkommen bescheuert. Weil? Er benutzt das nirgends. Er benutzt es, um zu warten. Also es wird, oder? Ich würde auch sagen, er macht das, damit das dann halt auf jeden Fall erstmal geschlossen passiert. Ja. Was heißt denn, dass der Pfeil zurück, fragt Korben? Also das hier ist ja ein Kanal, das heißt, der ist eigentlich zur Kommunikation zwischen mehreren Programmteilen gedacht. Und das hier heißt Lese. Also er versucht hier draus zu lesen. Da aber niemals reingeschrieben wird, soweit ich das sehe, oder das geschlossen wird, heißt das, dass das einfach ewig blockiert hier unten. Naja. Plusmit hat heute zum ersten Mal zu mir Dada gesagt. Dada. Dada. Die Dad-Jokes hören nicht mehr auf heute. So. Das können wir einfach. Ich bin dein Dada. Warte, Error, FS. Psst. Notify. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Nein.
Und dann springst du mit einer Hand runter. Genau, mit einer verbleibenden Hand. Na, wie der Vater, so der Sohn, ne? Jo. Could not watch for file system changes. Doppelpunkt. Und dann den Platzhalter. Okay. Hier wird es langsam ein bisschen dunkel im Zimmer, merke ich gerade. Defer Watcher Close. Wirst du schon wieder runtergerufen? So. Ja. Na, Mausi, wie macht der Löwe? Genau, wie macht der Löwe? So ist es. So ist es. Und wie macht die Kuh? Nee, das war das Schaf, Mausi. Wie macht die Kuh? Die Kuh ist gemein, die schafft sie oft nicht. Mach lieber die Eule. Die Eule. Wuhu, genau. Sehr gut. Super. Und wie macht der Esel? Nee. Esel kannst du. Wie macht der Esel? Macht der I-A? I-A. A-A. Ja, bei dir macht er A-A. Das ist aber auch okay. Das machen Esel häufiger. A-A. A-A, genau. I-A. Super gemacht. Klasse. Ganz toll machst du das. Und noch einmal den Löwen zum Abschluss. Wie macht der Löwe? Das ist das Schweinchen, das ist das Schweinchen. Süße Maus. Okay. Danke, Marlene. So. Oh. Jetzt ist sie weg. Ja. So süß. So, jetzt kann ich bei dem Watcher sagen, er soll jetzt mal dieses Verzeichnis überwachen. Das Verzeichnis Templates. So. Da kann wieder ein Fehler passieren. Das ist aber okay. Error. So. So, und jetzt? Jetzt müssen wir alle mal Zähne putzen gehen, so süß. Der ist gut, der Spruch. So, und jetzt kann ich in einer Go-Routine, die startet man der folgend. Also hier kann ich, das läuft jetzt quasi parallel. Mhm. Und hier werde ich jetzt durchgehen und eigentlich das hier kopieren, was hier kommt. Boah! Sorry! Hilfe! Ah. Wo ist da eine Klammer? Die Klammer gehört da nicht hin. Oder gehört die Klammer da? Doch, die Klammer gehört da. Die gehört noch dazu, wenn ich dir das sagen darf. Die gehört dazu. So. Und jetzt bekommen wir nämlich hier die... Ja, die Fehler können wir eigentlich Was hat diese wenn wir die eckige Klammer mit Spitz oder Spitzklammer, wie man sie auch immer nennt, wer hat die eigentlich zuerst erfunden und wofür? Sie wird ja jetzt hier sehr oft gerade genutzt. Klammern, eckige Klammern sind mir alle im Begriff, aber diese spitze Klammer, wofür war die ursprünglich mal gedacht, bevor sie von der Programmiersprachen-Community als weiteren Input-Variable benutzt wurde? Kleiner als und größer als, oder? Na, das waren ja die ganz normalen Pfeile. Wie meinst du die ganz normalen Pfeile? Ja, die Pfeile, das ist kleiner als und größer als, oder nicht? Genau, das sind die ja. Ja, nee, das sind die, genau. Ich meine aber das, was du hinter Events stehen hast, die Spitzklammer. Hinter Events. Eine Zeile davor. Die geschweifte Klammer. Ja, ich meine die geschweifte Klammer. Geschweifte Klammer.
Ich meine die CSS-Klammer. Also die immer die CSS-Klammer. Genau. Die vermutlich mal also gibt es ja auch mathematisch diese geschwungene Klammer. Aber ich weiß nicht, ob die noch eine andere Bedeutung hatte. Oh, Laura stellt die wichtigen Fragen. Ich antworte schon. Und wenn nicht, braucht sie eins? Sie hat ein Schaf. Sie hat ein Schaf, aber okay. Am meisten kuschelt sie mit Garfield. Und das sind witzigerweise die Garfields, die ich mir mal als Jugendlicher gekauft habe, um sie ins Regal zu stellen. Das sind jetzt ihre Lieblingskuscheltiere. Das ist für mich natürlich super toll. Sehr Und für schön. Sie anscheinend auch. So, wir können hier also, was ich jetzt quasi mache, ich richte das hier ein und sage ihm, er soll auf diesem Templates-Ordner horchen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Es kann auch sein, dass wir die einzelnen Dateien aufführen müssen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und dann horche ich eigentlich nur darauf, passiert da irgendwas? Und wenn ja, dann stoße ich mal das Neuladen von den Templates an. dieses Neuladen von den Templates, genau, da müssen wir in die Config reinschauen. Wir laden ja hier oben die Config. Genau, das ist nun die C. Punkt. Ja, aus irgendeinem Grund weigert er sich, das Auto zu completen. Können wir mal schauen. C, Template, Glob. Was aber der Grund übrigens war, warum eben Marlene hier hochgekommen ist, ist, sie hat gesagt, es gibt Essen, Papa, um 17:45. Um 17:45. Oh, dann müssen wir uns aber beeilen. Was, Templates oder Template? Template. So. Das heißt, jetzt müssten wir das automatisch auslösen. Er sagt, declared but not used. Das stimmt, weil wir das... was genau passiert ist, interessiert uns eigentlich gar nicht, sondern wir laden dann einfach alle neu. So, und jetzt müssten wir es einfach ausführen können. Oh, Milchreis ist auch immer eine leckere Sache. Macht dir den besonders... speziell. Hab ich mir gestern gemacht. Und Milchreis gab es bei dir gestern. Ich bin ja ein Milchreis mit Zimt und Zuckeresserer. Genau. Ich habe mir extra Zimt und Zucker angemischt. Und jetzt habe ich noch eine halbe Tasse davon übrig. Naja, es wird sicher bald wieder. Wird ja auch nicht schlecht, ne? Genau. Zimt und Zucker können, glaube ich, ein paar Jahre stehen. Ich bin auch einer der Laktoseintoleranten. Ah, einer von denen. Intolerante Pack. Genau, Das intolerante Pack. Das intolerante Pack. Und habe deshalb das Ganze mit Sojamilch gemacht. Und die ist ja schon vorgesüßt. Das heißt, dieser Milchreis war auch noch sehr süß. Ah, bäh. Zäh. Da musstest du dir erstmal die Zähne putzen. Danach. So süß war das. Ja. Ich mach mal eine... Streamt eigentlich einer von den vielen Menschen gerade gleich, dass ich raiden kann? Ansonsten würde ich den Schaller Racing, würde ich euch zur Endurance zum Schaller Racing schicken. Aber falls einer von euch noch was macht, dann natürlich lieber gerne auch einen von euch. So. Oh, Osnabrück-Style. Jetzt müsste er, also ich kann hier normal reloaden. Und jetzt müsste er aber eigentlich, wenn ich eins der Templates bearbeite, wenn ich hier oben einfüge powered by plus me. So, wenn ich jetzt speichere, sagt er hier Reloading Templates. Mhm. Und wenn ich das hier jetzt aktualisiere, dann müsste er hier oben powered by plus mitmachen. Jetzt funktioniert's. Nice. Das können wir für immer so lassen. Großartig. Wieso sitzt Plusmeet alleine im Discord? Weil er sich vergessen hat Nee, das ist gar nicht so schlecht. Das ist nämlich gut, weil dann könnte theoretisch, wenn jemand da reinkommt, dann kann man ihn noch hören hier im Stream. Nee, kann man nicht, oder? Wenn du. Ach nee, nicht wenn du deinen Desktop-Kram. Meine Ausgabe? Weiß ich nicht. Nicht, wenn du ihn nicht schickst. Ja. Genau. So, und Podcast funktioniert auch. Bums.
Guck mal, die benutzen so, auch diese Dinger da unten. Eine Mini-Änderung, die ich noch machen würde. Wir haben ja noch 5 Minuten. Ja. Und zwar ist es so. 2 Stunden später. Nee, nee. Wir haben hier im in dieser Navbar eine Markierung Active und Current. Das heißt, das zeigt an, welche Seite gerade offen ist. Oh. Und das können wir jetzt relativ einfach... Du hast Laura das Herz gebrochen mit deiner Mini-Änderung. Was? Diese bösen Wörter. Kündigst du einfach eine Mini-Änderung an. Das kannst du ihr doch nicht antun. Sie wollte ihn haben, wie er ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid. und zwar kann ich jetzt hier abchecken, ob wir auch wirklich auf der Seite sind, bevor ich dieses Active hier mit eintrage. Index war das. Mini will bleiben, wie er ist, er darf. Mini ja. will bleiben, wie er ist, er darf. Das gleiche nochmal. Hier unten. So, das heißt, wenn wir jetzt gleich auf dem Impressum, im Impressum sind, dann kann man mal Ausschau halten, wie sich gleich diese Home-Angabe verändert. Und zwar, also wir sind in Home, ist klar. Jetzt gehen wir ganz runter ins Impressum. So, und jetzt ist dieses Home auch so ausgegraut, weil wir sind ja nicht mehr in Home, sondern im Impressum. So, und dieses Impressum, da würde ich auch ein H2 draus machen, dann macht er einen schönen Abstand. Namen Gisel. Grüß dich. So. Und das wäre es dann auch erstmal für heute. Wir haben ja viel geschafft. Hochladen! Hochladen! Ja, mache ich gleich. Und dann kannst du auch nochmal zeigen, man kann jetzt auch eingeben ava7.de oder ava7.de oder auf ava7.de gehen. Nur halt anders geschrieben. Genau. War hier nicht nochmal so ein H1 da? Auch ein H2. So. Er lädt schön die Templates neu. Es ist ein Traum, oder? Es ist ein Traum. Zack. Sauber. Sehr schön. Genau, ich kann das zeigen. Zum Hochladen selber muss ich mal genau schauen, welche Dateien wir alle brauchen. Ja, ja, genau, das machen wir also gleich in Ruhe oder wann auch immer. Es gibt ja ava7.de. ava7.de. Dann gibt es. Dann gibt es natürlich aber auch ava7.de. Wow. Und es gibt natürlich ava7.de. Genau. Bitte entscheiden Sie jetzt, was die beste URL ist. Ich weiß es wirklich nicht, aber welcher. Welch? Ja, Witzwold. Das wird interessant sein, welche sich über die Jahre da etablieren wird. Da dein Nutzername überall ausgeschrieben ist. Wahrscheinlich also der Standard, geschrieben ne? ist, genau. Es ist halt nur, wenn man jemandem sagt, geh einfach mal auf ava7.de, dann dürfen die sich aussuchen, wie sie es schreiben. Ja. Nun genau. Gut, Tim, vielen allerherzlichsten Dank für diese sehr schöne Episode. ava7.de powered by Plus mit. Es wird also viel auch am Look geändert, viel Nutzen reingebracht. Bin schon gespannt, was du nächste Woche vorbereitet hast und was wir da angehen. Da habe ich noch gar nichts vorbereitet. Da werden wir Dinge. Da werden wir noch mal in Verhandlungen treten. Und jetzt gibt es hier einen Raid. Hatte keiner was geschrieben, dass einer von euch streamt, ne? Dann machen wir /Raid Schala Racing. Für alle, die noch Lust auf ein wenig kompetentes iRacing haben und nicht das, was ich hier immer biete, dann gerne einmal einsteigen. Und ansonsten genießt alle eure Pizza. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.